Wenn Sie mit dunklen oder komplexen Stoffen arbeiten, bei denen das Markieren von Vorlagen eine Herausforderung darstellt, kann Backpapier ein mächtiger Verbündeter sein. Es bietet eine temporäre Haftung an den Stoff, die als Leitfaden für Ihr Quilting dient. Das bedeutet, dass Sie das Endergebnis schon vor dem Beginn sehen können, um ein makelloses Projekt zu gewährleisten. Um diese Technik zu demonstrieren, verwende ich das Beispiel von Flüing-Gäseblöcken. Ich habe Vorlagen in passender Größe gezeichnet, die im Design zentriert sind. Schneiden Sie die Vorlagen aus dem Backpapier entsprechend dem gewünschten Design aus. Legen Sie die glänzende Seite des Backpapiers nach unten auf den Stoff. Verwenden Sie ein trockenes Bügeleisen, um das Backpapier an Ort und Stelle zu fixieren. Nun können Sie problemlos entlang der Umrisse der Vorlage auf dem Stoff quilten. Dies bietet eine klare Anleitung für Ihr Quilting. Nachdem Sie das Backpapier entfernt haben, folgen Sie den verbleibenden Linien mit Freihandquilten. Das Beste daran ist, dass Backpapier abnehmbar ist und keine Rückstände auf dem Stoff hinterlässt. Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare. Ich würde gerne wissen, ob Sie diese Technik verwendet haben und welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Vergessen Sie nicht, das Video zu mögen, den Kanal zu abonnieren und mit anderen Quilting-Enthusiasten zu teilen. Bis zum nächsten Mal, und denken Sie daran, Backpapier ist Ihr geheimes Hilfsmittel fürs Quilten.